Hallo und herzlich willkommen auf unserem N-Modellbahn-YouTube-Channel. In diesem kleinen Tutorial wollen wir euch zeigen, wie man den Drehregler einer Multimaus neu kalibriert. Wir haben hier eine Fleischmann-Multimaus. Ein baugleiches Modell wird ebenso unter dem Markennamen Rocco vertrieben. Wir möchten nun die Mittelstellung des Drehreglers unserer Multimaus neu kalibrieren. Um dies zu tun, müssen wir gemäß der Bedienungsanleitung Seite 23 im Kapitel 3.5.6 den Anweisungen folgen. Als erstes wechseln wir in das Einstellungsmenü und müssen dazu generell die Menüebene aufrufen. Hierfür bestehen zwei Möglichkeiten. Entweder man betätigt die Menütaste mehrere Sekunden lang, oder man hält die Shift-Taste gedrückt und wählt dann die Menütaste. Nun befinden wir uns im Hauptmenü. Im Hauptmenü erscheint hier als erste Einstellmöglichkeit das Kapitel Einstellungen. Dieses bestätigen wir mit der OK-Lichttaste. Nun erscheint hier das Kapitel Display. Wir wechseln die Kategorien Bedienung, X-Bus, Fahrstufen in die Reset-Funktion. Diese benötigen wir. Bei der Fleischmann Multimaus ist es möglich, nicht nur den gesamten Handregler zu resetten, sondern auch einzelne Funktionen. In diesem Fall möchten wir eben nur die Einstellung des Drehreglers resetten bzw. neu kalibrieren. Wir bestätigen das Reset-Menü mit der OK-Lichttaste. Nun wählen wir die verschiedenen Funktionen. Als Grundeinstellung sehen wir hier das Menü Abbrechen. Dies führt uns aus dem Reset-Menü wieder zurück ins Hauptmenü. Wir blättern hindurch durch die verschiedenen Einstellungen und gelangen in die Kalibrierung. Die Kalibrierung bestätigen wir mit der OK-Lichttaste. Um den Vorgang zu starten, betätigen wir ebenfalls wieder die OK-Lichttaste und folgen dann den weiteren Anweisungen auf dem Display. Es erscheint die Aufforderung links. Hierzu wird der Handregler bis an den Endanschlag nach links gedreht und mit der OK-Lichttaste diese Stellung bestätigt. Als nächstes wird die Mittelstellung abgefragt. Wir stellen den Drehregler in die Mittelstellung, bis dieser einrastet und bestätigen die Stellung mit der OK-Lichttaste. Als nächstes noch der Rechtsanschlag, auch dieser wird bis zum Anschlag vollständig nach rechts gedreht und bestätigen diese Stellung mit der OK-Lichttaste. Der Einstellvorgang ist damit beendet. Das Kalibrierungssystem springt automatisch wieder in den Reset-Modus zurück. Wir können nun das Menü verlassen. Dazu betätigen wir einfach die Menütaste. Das Ergebnis sehen wir hier. Die Multimaus sollte unter normalen Umständen nun wieder richtig funktionieren. Wird der Pfeil nach rechts gedreht, so zeigt die Fahrtrichtung vorwärts an. In der Mittelstellung erscheint das Pausesymbol Fahrstufe 0. Und wird der Drehregler nach links gedreht, so fährt die Lok rückwärts. Wie ein falsch kalibrierter Drehregler einer Fleischmann Multimaus aussieht und welche Folgen dies hat, könnt ihr auch im hier verlinkten Video noch nachschauen.